wish Mr. Williams would come remix a song. Come remix a song. It's a rainy day and Monday and we've only just begun. Just begun. You could add an old-fashioned love song to these blues we're putting down. Putting down. You've already got permission, so why don't you come play along? Come on down, Mr. Williams. Won't you please come on down? The remixing blues have come to town. Out in the country, Mr. Williams, you can groove. So remix till the family of man moves. Don't worry about the royalties. It's a non-commercial song. We gonna sing it down, down all night long. Come on down, Mr. Williams. Won't you please come on down? The remixing blues have come to town. I wish Mr. Williams would come remix a song. It's a rainy day Monday and we've only just begun. You could add an old-fashioned love song to these blues we're putting down. And you've already got permission, so why don't you come and play along? Come on down, Mr. Williams. Won't you please come on down? The remixing blues have come to town. Yes, they have. Yes, they have. I wish Mr. Williams would come remix a song. Ja, Robert Florian, herzlich willkommen hier heute beim Spiel Askania Köpenick 1 gegen BFC Preußen Berlin. Heute haben wir eine ganz besondere Aktion und zwar heißt die Aktion Frühstück mit Freunden. Ja, sag doch mal ein paar Worte. Du dazu bitte, Florian. Also, wir haben uns natürlich erstmal sehr gefreut über die Einladung. Wir wollen uns auch hiermit irgendwie recht herzlich bedanken. Ist, glaube ich, immer schön, gerade wenn in Berliner Fußball auch, sage ich mal, bei Negativschlagzeilen kommen, mit irgendwie Auseinandersetzung, was auch immer, dass sowas irgendwie, ist, glaube ich, der richtige Weg zu zeigen, dass auch in den unteren Ligen, dass hier sehr viel respektvoll irgendwie miteinander umgegangen wird. Und wir hatten ja schon das Freundschaftsspiel zusammen in der Vorbereitung, das war ja auch alles okay. Und Rocky und ich, wir kennen uns ja auch ein bisschen länger schon, deswegen finde ich das eine sehr schöne Geste und wir haben uns wirklich sehr gefreut und das ganze Umfeld hier bei euch ist auch wirklich sehr schön. Ja, vielen Dank. Robert, selbe Frage an dich. Ja, ich kann Florian da nur zustimmen, dass ich auch super finde, dass Preußen hier sich die Zeit nimmt, dann wirklich 2,5 Stunden vor Spielbeginn dann zu uns zu kommen, nach Köpenick rauszufahren und dann zu sagen, okay, wir frühstücken gemeinsam. Und dass man dann auch die privaten Interessen dann so ein bisschen zurückstellt und sagt, okay, ist eine gute Sache für den Berliner Fußball, dass es auch bezirksübergreifend ist, nicht so intern, dass man sagt, okay, nur die bezirksinternen Vereine arbeiten zusammen, sondern dass es dann auch wirklich in Gesamt-Berlin funktioniert. Ja, von daher super Sache und ja. Dann richtet ihr doch nochmal ein paar Worte zum heutigen Spiel. Ja, also Tabellensituation. Ja, Preußen Erster, gut gestartet, sehr guten Start erwischt, 4 Spiele, 4 Siege. Wir ein bisschen durchwachsen in die Saison gestartet, 4 Spiele, 2 Siege, 2 Niederlagen, haben, denke ich, ein bisschen was gut zu machen. Gegenüber dem letzten Spiel, von daher wird es heute ein heißer Tanz werden. Ja? Also, ich freue mich drauf, denke, dass beide Mannschaften ähnlichen Fußball spielen, von daher wird es, denke ich, schon
eine Partie auf Augenhöhe werden und ja, entscheidet halt die bessere Tagesform. Okay. Ja, wir sind natürlich sehr gut gestartet. Wir haben, gut, manche sagen jetzt, wir haben jetzt ein einfaches Auftaktprogramm gehabt. Allerdings, auch dort muss man erstmal alle Spiele gewinnen. Und wir wissen, was uns hier erwartet. Wir waren in Vorbereitungsspielen, waren wir relativ chancenlos, um es mal so zu formulieren. Das hat bei uns intern natürlich auch zu einigen Überlegungen geführt vor der Saison, die uns vielleicht deswegen auch nochmal ein bisschen stärker gemacht haben. Das war vielleicht für uns der richtige Dämpfer. Ich glaube schon, dass heute ein gutes Spiel heute wird. Die Rahmenbedingungen sind top, wir können auf einen schönen Rasen gehen. Und ich glaube auch, wie Robert schon sagte, es wird ein Duell auf Augenhöhe. Und wir hoffen natürlich, dass wir hier nicht als Verlierer vom Platz gehen, um den Abstand zu Askania zu wahren, der uns natürlich als einer der vielleicht Mitkonkurrenten um den Aufstieg sehr wichtig ist, der Abstand. Ja, vielen Dank euch beiden.